BSC TV, präsentiert von Freiberger Brauhaus und Schankhaus 1863. Schankhaus 1863 in der Kaufhausgasse. Das traditionellste Schankhaus Freibergs mit einem unvergleichlichen Flair. Typisch sächsisch, sächsisch köstlich. Klick auf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Braumeister Michael heißt hier zur F3, wie immer herzlich willkommen. Und wir fangen heute die Sendung mal ganz locker an. Ich darf vorstellen den Sören Geiger. Hallo. Klick auf, wir sind heute wieder im Wirtshaus 1863 im Schankhaus hier in Freiberg. Zum Wohle. Ja, ich hatte schon mal kurz vorgestellt, der Sören Geiger, seit Sommer 2012 hier in Freiberg. Genau. Wirst du dir mal ganz kurz selber vorstellen, wie alt? 20 Jahre. 20 Jahre? Im August 1994 geboren. Ja. Also noch relativ jung. Gut, wo bist du hergekommen? Eigentlich komme ich aus Mittweida, in Rochlitz, aber jedoch geboren. Mhm. Bin dann in der B-Jugend nach Aue gewechselt. Aha. In den Schacht sozusagen. Zu den Wismut-Kumpel, jawohl. Genau. Und dann aufgrund einer Kooperation mit Freiberg bin ich dann in der zweiten Männermannschaft hierher gewechselt, um einfach Spielpraxis zu sammeln. Einfach ein bisschen in den Rhythmus reinzukommen, ja. Training, Spiel. Habe mich dann aber natürlich unglücklich verletzt im ersten Pflichtspiel. Ja. War eine komplizierte Verletzung? Ja, Anriss des hinteren Kreuzbandes. Also, das hat sich gezogen, ne? Ja, dreiviertel Jahr ungefähr. Gut, du hast erst 2 Pokalspiele gemacht. Mhm. Und jetzt am Wochenende warst du das erste Mal bei einem Punktspiel im Kasten. Ja. Und wie war's? Schön. Also aufregend, klar, als 20-Jähriger, wenn du das erste Mal in der Landesliga am Tor stehst, ist es schon was anderes als bei der jetzt in der Hinrunde ja immer bei der zweiten. Mhm. Was mir viel gebracht hat, gerade spielpraxismäßig, ja, und so. Aber es ist schon was anderes, wenn du dann gegen Görlitz auf dem Platz stehst. Wir müssen mal dazu sagen, Landesliga Görlitz ist ja auch keine Laufkundschaft. Nee. Und in Görlitz hat es bis jetzt immer nicht so gut ausgesehen, bevor Freiberg. Was ich so gehört habe, ja. Das ist wie ein bisschen ein Angstgegner, ja, die Oberlausitz. Aber am Wochenende war es ja gar nicht so schlecht. Nee, also es war ein ordentliches 0-0. Und wir kennen ja 0-0 Langweiler, aber das war wohl eins von der besseren Sorte? Ich denke schon, also Chancen auf beiden Seiten. Mit ein bisschen Glück, wie es der Herr Gartner schon gesagt hat, hätten wir das Ding entscheiden können, aber im Endeffekt hat aber sich das Punkt dann so die Waage gehalten. Ein Punkt mitgebracht, Punkt seit bei 23 genau, Punkten. Genau. Man darf ja im Rückblick mal nicht vergessen, zu Hause gegen Riesa, auch unentschieden gespielt, auch dort ein Punkt. Also ihr seid nach der Winterpause, wenn ich das mal so sagen darf, fleißige Punktesammler. Ja. Ein Vieh macht auch Mist. So ist es, so ist es. Wenn ich das mir jetzt anschaue, zwischen dem ersten Abstiegsplatz und euch sind 7 Punkte. Mhm. Das klingt erstmal gut. Aber es sind ja noch, ich glaube, 11 Spieltage. Also das ist noch eine ganz schöne Zeit. Da werden noch Punkte vergeben. Ja. Und wenn wir jetzt dabei sind, dann schauen wir mal aufs kommende Wochenende. Am 7. Grimma. Und wenn ich so richtig die Tabelle kenne, ist Grimma der Tabellenzweite. Mhm. Mit dem geringen Abstand hinter Chemie, ja, Leipzig. So, mit welchen Vorstellungen? Ihr habt ja ein Hinspiel schon gehabt. Kannst du dich da an das Hinspiel noch erinnern? Nie unbedingt, weil da war ich mit der zweiten, glaube ich, unterwegs. Das da war nie gesehen. Ein 4-1 oder aus Freiberger Sicht ein 1-4. Ja. Und wenn ich Manager und Trainer richtig verstanden habe, eigentlich das schlechteste Spiel der Saison. Mhm. Ja, das. Also, jetzt kommt es, jetzt ist wieder da. Langsam, ja. Also, für das Wochenende, Grimma ist nochmal eine recht schön große Nummer. Ja. Ne? Also, die vorne dran stehen, Chemie, Grimma, das sind Pfunde. Wird schon, ne, schwer, ja. Das sind Pfunde. Ja. Wie sieht es da aus mit Verletzten? Ja, Verletzte gibt es immer. Haben wir einige, ja. Ja, und die jetzt am Wochenende nicht da waren, können die vielleicht wieder? Müssen wir sehen, wie die Erkrankungen, ja, jetzt Grippewelle. Wie das läuft. Aber dann gesperrt ist erstmal niemand. Gesperrt dürfte meines Wissens nach niemand mehr sein. Gut, gut. Und wenn der Rico Thomas sich auch zusammenreißt und dem Schiedsrichter nach Abpfiff nicht mehr sagt, seine persönliche Meinung, müsste es ja auch klappen. Also, am 7. März ist Grimma, der Gegner, ja, hier in Freiberg. Ja.
Dann ist eine Woche Spielpause. Ja. Und dann geht es nach Eilenburg. Ja. So, Eilenburg, können wir uns hier erinnern an das Spiel. Zweimal zurückgelegen und dann... Zweimal stark zurückgekommen. Ganz stark. Das war der Ausgleich kurz vor Schluss, war eine Sensation. Ja. Ich kann mich an die Reaktion des Herrn Trainer Piplica noch erinnern, wie er sein Torwart malig gemacht hat. Aber es war natürlich ein fantastischer, schöner Freistoß. Gibt es überhaupt noch keine Frage. Um die Stärke von Eilenburg mal zu demonstrieren, am Wochenende gegen Chemie Leipzig erst in der Nachspielzeit 2-1 verloren. Mhm. Also brauchen wir es nicht weiter vormachen, ihr wisst, wohin fort. Genau. Das wird auch nochmal richtig krass. Eilenburg wird nie unbedingt leichter als Görlitz. Nee. Also ich sag mal, was jetzt auf euch zukommt, ob Grimmer oder Eilenburg, wird beides schwer. richtig schwer. Ja. Fein. Aber ihr habt es ja bewiesen gegen Riesa, denke ich mal, und gegen Görlitz. Mhm. Kleinvieh. Macht auch was. So ist es. Schön Punkte sammeln. Immer wieder. Alles zählt nur für den Klassenerhalt. Genau. Fein. Dann wünsche ich erstmal dir noch eine gute Saison. Dankeschön. Verletzungsfrei ist sehr wichtig. Dass du dem ersten Torhüter von hinten richtig Druck machst. Denn nur Konkurrenz belebt das Geschäft. Und genau. Der Trainer, der in der Lage ist, aus dem Vollen schöpfen zu können, der ist in der glücklichen Lage. Ja. Gibt es überhaupt keine Frage. Ja, meine Damen und Herren, das war's wieder von F3. Aus dem Schankhaus 1863 hier in Freiberg. Wenn ich Ihnen eine Wochenempfehlung geben darf, wenn Sie hier ins Schankhaus kommen, dann sind das die gegrillten Knoblauchgarnelen mit Nudeln und Lauchzwiebeln. Und Sie wissen ja, bei uns in Sachsen, in Freiberg, gibt es eine alte Festlegung vom Kurfürst, dem August dem Starken. Trinken ohne Trinkspruch ist nicht erlaubt, deshalb einen schönen Trinkspruch für die nächste Zeit. Sie wissen ja, der Frühling hat angefangen. Hopfen und Malz erleichtern die Balz. In dem Sinne, Glück auf und gute Zeit. Zum Prost. Wohl.